Willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Mundhygiene der Kliniken Schmieder. Eine gute Mundhygiene ist bei unseren Patienten unerlässlich, da durch neurologische Erkrankungen häufig die Sensibilität herabgesetzt ist. Die Ziele der Mundhygiene sind die Reinigung von Zähnen, Zunge und Mundhöhle, die Erhaltung einer intakten Mundschleimhaut, die Erhaltung der Mundgesundheit, die Steigerung des Wohlbefindens und der Wahrnehmung, die Infektions- und Aspirationsprophylaxe, die Sor- und Parotitis-Prophylaxe sowie die Vermeidung von Sekretansammlungen. Zuerst führen Sie eine hygienische Händedesinfektion durch. Beachten Sie dabei die Einwirkzeit. Desinfizieren Sie den Beistelltisch. Für eine gute Mundhygiene benötigen wir neben dem Beistelltisch folgende Materialien: unsterile Handschuhe, eine Einmalschürze, eine patienteneigene Zahnbürste oder eine Einmalzahnbürste, einen Zahnputzbecher, Zahncreme, außer bei tracheotomierten Patienten, ein Mundpflegestäbchen, Glandosane, bei Belägen auf der Zunge einen Zungenreiniger, bei Patienten mit einer Dysphagie eine Absaugzahnbürste mit Adapter, eine Mundspüllösung wie zum Beispiel Octenident. Bei tracheotomierten Patienten wird diese unverdünnt verwendet. Pflegemittel für die Lippen wie zum Beispiel Bepanthen, eine Nierenschale, einen Holzspatel und eine Punktleuchte. Ein Handtuch und Desinfektionstücher. Und bei tracheotomierten Patienten einen Kraftdruckmesser sowie einen Abwurf. Informieren Sie den Patienten über Ihr Vorhaben, bei ihm eine Mundpflege durchzuführen. Wenn es möglich ist, wird eine Oberkörperhochlagerung von mindestens 30 Grad durchgeführt. Auf eine angenehme Zimmertemperatur sollte geachtet werden. Die Hände werden desinfiziert. Und der Kraftdruck wird kontrolliert und gegebenenfalls nachgeblockt. Ziehen Sie die Handschuhe, einen Mund-Nasen-Schutz und die Schutzschürze an. Pausieren Sie die Sondenkost. Legen Sie ein Handtuch unter das Kinn des Patienten. Nun putzen Sie die Zähne des Patienten. Gegebenenfalls wird anschließend die Zahnprothese entfernt und im Bad gereinigt. Der Patient sollte nun die Zahncreme in die Nierenschale ausspucken. Bei Patienten mit einer Dysphagie wird der Mundraum mit einer Absaugzahnbürste gesäubert. Nun wischen Sie den Mundraum des Patienten mit in Mundspüllösung getauchten Mundpflegestäbchen aus. Verwenden Sie hierbei für jedes Auswischen ein neues Stäbchen. Danach folgt die Inspektion des Mundraumes mit Mundspatel und Punktleuchte. Eventuelle Borken werden mit Glandosane oder auch Butter aufgeweicht und vorsichtig abgetragen. Setzen Sie gegebenenfalls die gereinigte Zahnprothese ein und achten Sie dabei auf einen guten Sitz der Zahnprothese. Benutzen Sie gegebenenfalls Haftcreme. Cremen Sie die Lippen mit einem geeigneten Pflegemittel wie zum Beispiel Bepanthen ein. Abschließend führen Sie noch eine Mundinspektion durch und lagern Sie den Patienten. Bei tracheotomierten Patienten führen Sie eine erneute Kraftdruckmessung durch und blocken Sie gegebenenfalls nach. Anschließend entsorgen Sie benutzte Materialien und räumen Ihren Arbeitsplatz auf. Wenn der Patient Sondennahrung erhält, starten Sie diese unter Berücksichtigung der korrekten Flussrate.
Zum Abschluss führen Sie eine erneute hygienische Händedesinfektion durch. Abschließend dokumentieren Sie das Datum und die Uhrzeit und eventuelle Auffälligkeiten der durchgeführten Mundhygiene in KG Edit.